Guten Abend und sehr herzlich willkommen. Raus mit den kriminellen Ausländern, endlich Sicherheit schaffen, das sagen die Befürworter der Durchsetzungsinitiative. Auf der anderen Seite tönt es etwa so, geht es eigentlich noch. Das ist ein Anschlag auf unser bewährtes Demokratiesystem. Tatsache ist, noch nie haben sich so viele Menschen engagiert wie jetzt wegen dieser Durchsetzungsinitiative. Sie treibt die Gegner auf die Straße. Mobilisiert, nebst Richter und Rechtsprofessoren, auch Altmagistraten. Gegen die Durchsetzungsinitiative wird um jede einzelne Unterschrift gerungen. Sie ist eine harte Zerreißprobe für die Schweiz. Diese Listen bringen mich nicht aus der Ruhe, weil auf der anderen Seite stehen 57.000 Delikte durch ausländische Kriminaltäter. Die SVP will mit ihrer Volksinitiative kriminelle Ausländer automatisch ausschaffen. Es braucht die Durchsetzungsinitiative, um den Willen von Volk und Ständen, der vor über 5 Jahren zum Ausdruck gebracht worden ist, durchgesetzt wird. Ganz anders die Gegner. Die Durchsetzungsinitiative sei undemokratisch und eine Gefahr für die politische Tradition der Schweiz. Unsere Ängste möchten Ja sagen, aber die Vernunft sagt deutlich Nein. Die Durchsetzungsinitiative, die diskriminiert ein Viertel unserer Bevölkerung, alle Ausländer. Die Entscheidung, sie wird knapp ausfallen. Es sieht ganz nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Ja, und die aktuellen Umfragezahlen, die zeigen, 51% wären jetzt für die Initiative, 42% wären dagegen und 7% sind noch unentschlossen. Das heisst, es könnte den berühmten Ritt auf der Rasierklinge geben am kommenden 28. Februar. Wir haben heute am Abend 3 Gegner und 3 Befürworter eingeladen und ich freue mich auf eine messerscharfe Diskussion. Ich möchte Thomas Minder als erstes begrüßen auf der Seite der Befürworter der Durchsetzungsinitiative. Er ist parteiloser Ständerat von Schaffhausen. Früher, sagt er, hätte man die Haustür noch nicht abschliessen müssen. Aber die Zeiten, die sind definitiv vorbei. Die kriminelle Energie weltweit, aber auch bei uns in der Schweiz, die sind immens. Und genau darum brauche ich eben die Durchsetzungsinitiative. Benny Gaffner, Bundeshausredakteur von der BAZ, der Spassler Zeitung. Auch er ist für Durchsetzungsinitiative. Einfach darum, weil sie eine abschreckende Wirkung hat für die Ausländer, die in unserem Land leben, aber auch für die, die in unser Land hineinwollen. Albert Rösti. Designierter SVP-Präsident. Schweizer Volk steht für ihn über dem Parlament, dem Bundesrat und der Richter. Die Gewaltenteilung ist also nicht sakrosankt und darum können wir so einen Ausschaffungsautomatismus auch direkt in die Verfassung hineinschreiben. Bei uns in der Runde mit dabei auf der Seite der Gegner, die FDP-Nationalrätin aus Zürich, Doris Fiala. Sie sagt, mit der Durchsetzungsinitiative werde der Rechtsstaat ausgehebelt. Die bewährte Gewaltenteilung zwischen Bundesrat, Parlament und Richter. Kaspar Surber, stellvertretender Redaktionsleiter der Wochenzeitung, das ist die WOTZ. Seiner Meinung nach entrechtet die Durchsetzungsinitiative 2 Millionen Menschen in unserem Land. Er sagt, es sei ein fundamentaler Angriff auf unseren Rechtsstaat. Bei uns in der Runde ebenso herzlich willkommen Massimo Aliotta, Rechtsanwalt. Seit Wochen kämpft er gegen die Initiative, sammelt Stimmen im ganzen Land, mit einem Inserat zum Beispiel in einer Tageszeitung, mit Leserbrief oder mit Podiumsdiskussionen. Sein Engagement, das ist persönlich motiviert. Er ist nämlich ein eingebürgerter Secondo. Sehr herzlich willkommen, meine Damen. Sehr herzlich willkommen, meine Herren. Man hat jetzt im Verlauf der letzten Woche schon ganz viel gehört und gelesen über einzelne Details der Durchsetzungsinitiative. Und darum wollte ich einen Aspekt jetzt mit Ihnen zuerst besprechen, wo man vielleicht noch nicht so viel darüber gehört hat. Es ist nämlich die Frage, steckt hinter dieser Durchsetzungsinitiative ein System? Man redet auch von einer versteckten Agenda, Albert Rösti. Ich will Sie ankicken. Also zumindest nicht von den Initianten. Die Initianten weh klar, dass der Volkswille von 2010, wo man die Ausschaffungsinitiative hat angenommen, dass die umgesetzt wird. Das heisst, dass Kriminelle, Schwerkriminelle
und Straftäterinnen und Straftäter ausgeschafft werden, Ausländer. Und der mit der Hidden Agenda, das ist ein interessanter Gedanke. Da geht es natürlich die SVP als Partei ansprechen. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, die Hidden Agenda ist auf der anderen Seite. Also ich bin natürlich erstaunt, und ihr habt es jetzt schön aufgelistet, dass bei einer Initiative, wie es schon x, wir haben ein Initiativrecht, das ist ein demokratisches Recht, eine Institution von dem Staat, die man nutzen kann, das Volk entscheidet, dass da Altbundesrätkomitee gibt, dass es X-Komitee gibt, dass dann ein Aufschrei ist von X-selbsternannten Vereinenden von diesen Komitees, ist ja, dass sie einfach irgendwo jetzt der SVP nicht normalen Sieg mögen können. Und ich habe das Gefühl, auf dieser Ebene ist die Hidden Agenda. Oder beziehungsweise, und das wäre dann noch schlimmer, das hoffe ich eigentlich nicht, dass es ist, dass man akzeptiert, dass Parlament und Bundesrat im Wissen darum, dass das Volk klarer Ausschaffungsinitiative hat zugestimmt, das in der Gesetzgebung, die jetzt in Kraft treten soll, nicht voll umgesetzt hat. Und ich habe das Gefühl, die Hidden Agenda ist da drin, dass man gewisse Freunde in Gefahr sieht. Und dass man, sie sind ja sehr viele EU-Beitrittsbefürworter, die sehr stark kämpfen. Ich sehe die Hidden Agenda erst auf der Ebene, dass wir ein Einsetzen für Freiheit, aber vor allem auch Sicherheit in diesem Land, das ist bekannt, das ist transparent. Und da ist die Initiative ein ganz wichtiges Mittel dafür, wo letztlich auch ein Mittel ist für einen Wirtschaftsstandort, wenn wir jetzt ein bisschen auf höherer Ebene anfangen. Der Wirtschaftsstandort hat so viel gebracht, hat uns so viel Wohlstand gebracht, weil internationale Konzerne hier sind. Und die sind letztlich auch hier, weil wir ein sehr stabiles System haben und weil wir vor allem ein sicheres Land sind. Also keine Hidden Agenda, Verschwörungstheorien, die etwas anderes behaupten. Ja, ich glaube, im Moment ist der Aufruhr, darf einfach die SVP nicht normal gewinnen. Und darum gibt es plötzlich aus allen Lagern raus Leute, die Kriminelle anfangen unterstützen, in einem Augenmass, das für mich unverständlich ist. Es geht, im Trailer muss ich auch sagen, oder, man hat im Einspieler ist gekommen, 2 Millionen Leute, Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz sind. Mhm. Die eingebürgert sind. Wir damit diskriminieren. Ja, nein, um Gottes Willen. Wir haben doch nichts gegen Ausländerinnen und Ausländer. Es geht. Wir reden hier ausschließlich, und es ist wichtig, das am Anfang von der Diskussion können zu sagen, wir reden ausschließlich über Kriminelle, und zwar insbesondere auch Schwerstkriminelle. Wo man jetzt sieht, er hat den Härtefallklausel, der Herr Brunner hat das als Täterschutzklausel tituliert. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil der Unterschied, dass das vielleicht auch am Anfang sieht, ist der Unterschied, das Volk hat abgestimmt und hat gesehen, kriminelle Ausländer müssen ausgeschafft werden. Der Bundesrat hat dann einen Gegenvorschlag in die Runde gebracht, wo man hat gesehen, nein, die werden nur ausgeschafft, wenn am Schluss noch ein Gericht den Härtefall beurteilen kann. Das ist abgelehnt worden im 2010. Und jetzt kommt das Parlament und tut genau die Härteschutz- oder eben Täterschutzklausel, weil es schützt Täter und nicht die Opfer, tut das wieder einführen. Und das geht nicht um eine Hidden-Agenda. Das ist Punkt. Sehr konkret, es geht nicht um eine Hidden-Agenda. Wir reden noch konkret über diesen Punkt. Ich will wirklich die Runde eröffnen. Ich will noch mal schnell bei dieser Hidden-Agenda bleiben, bei diesem System, wo allenfalls längerfristige Geschichte hintersteckt von der SVP, eine Strategie. Was sagt denn ihr? Also, ich würde es vielleicht einmal so formulieren. Ich würde nicht von einer Hidden Agenda reden, aber es hat natürlich ein System, was passiert. Und man muss sich vergegenwärtigen, ich komme von einer Partei, die den Slogan hat in Bezug auf die Ausländerpolitik, hart, aber fair. Und entsprechend haben wir auch Ja gesagt zu den Ausschaffungsinitiativen. Also es ist nicht so, dass wir alles irgendwie versteckte EU-Romantiker wären. Und bei dieser Gelegenheit würde ich sagen, in diesem Land gibt es eigentlich gar keine EU-Romantiker mehr. Also von ganz rechts bis links ist man da heute kritisch. Darum, die Unterstellung würde ich einfach mal vergessen. Das ist ein Feld, das ein bisschen davon geschwommen ist. Aber man kann ganz klar sagen,
die Ausländerinitiative, die Ausschaffungsinitiative, excuse, hat man unterstützt. Und bevor überhaupt die 5-Jahres-Frist rum war, habt ihr sofort nachdoppelt. Ihr habt eine neue Initiative, Durchsetzungsinitiative lanciert und Unterschriften gesammelt, bevor ihr überhaupt können beurteilen konntet, ob es mit der Ausschaffungsinitiative funktionieren würde oder nicht. Und dem nicht genug, bevor überhaupt, da wir jetzt am 28. Februar das Resultat kennt, bei der Bevölkerung würde abstimmen, haben die bereits wieder Selbstbestimmungsinitiativen lanciert und Unterschriften gesammelt. Also man könnte sagen, und das sage ich mit einer gewissen Ernüchterung, weil ich also durchaus auch finde, dass kriminelle Ausländer ihr Gastrecht verwirkt haben. Egal, wie nah man würde an euren Vorschlag oder euren Forderungskatalog herkommen, sobald man in eure Nähe kommt, lanciert ihr noch mehr Forderungen, ihr dürft noch einen Zacken verschärfen. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt ist fertig mit Lustig, weil heute geht das gegen unsere eigene Verfassung. Und ohne irgendeinen Deliktkatalog aufzuzählen, kann man sagen, wenn wir jetzt anfangen, einen Deliktkatalog in die Verfassung zu schreiben, dann ist das sicher nicht das, was wir in unserem Land noch befürworten können. Herr Sorber, gerade zu Ihnen. Ich wollte noch mal den Punkt auf das geben. Was wäre denn das für ein System? Sie haben gesagt, Hidden Agenda nicht gerade, aber ein System haben Sie durchaus. Ich denke, das ist ein Kernthema der SVP, ist nebst der EU, wo ihnen jetzt die Fälle ein bisschen davor geschwommen sind. Ich habe das vorhin gesagt. Kennen ist heute mehr wirklich ein EU-Turbo. Heute haben alle eigentlich das Fragezeichen. Das ist ja ganz klar. Bei dieser Situation, die man in der EU hat, muss man da nicht mehr die Leute gross überzeugen. Aber ich würde viel mehr sagen, dass man das Thema überhaupt noch weiter bewirtschaften kann, muss man permanent verschärfen. Und ich möchte ein weiteres Beispiel geben. Die FDP hat Ja gesagt und mit uns sogar die anderen Parteien, dass wir bei den Verfahren der Asylsuchenden und Flüchtlinge verschärfen, indem wir beschleunigen, die Verfahren beschleunigen. Die einzige Partei, die am Schluss das Gesetz versenkt hat, war die SVP, mit der Begründung, dass quasi ein Gratis-Anwalt man würde zur Verfügung stellen und das von dem her, das würde den Prozess verzögern. Und man hat noch von Enteignung geredet, dass jeder im Prinzip Angst bekommen hat, sein Einfamilienhaus könnte enteignet werden und man würde dann dort Asylsuchende reintun. Dabei redet man davon, wenn ein Kanton beispielsweise eine Zivilschutzanlage hat, die er nicht möchte, für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen, könnte der Bund sagen, doch, das wird jetzt zur Verfügung gestellt. Aber ich will einfach sagen, egal wie weit man würde der SVP entgegenkommen, es ist immer nie genug. Und darum sagen jetzt eben so viel von der Bevölkerung, nämlich nicht nur Richter oder Altbundesräte, sondern sogar die, die scharf auf dem Zack sind, wie die Staatsanwalt, Kille und so weiter. Da geht es doch nicht jetzt um das parteipolitische Geplänkel. Jetzt geben wir denen noch mal etwas und nachher bist du dann aber still. Wir haben ein ernsthaftes Sicherheitsproblem in diesem Land. Und es ist ganz wichtig für die Klientel, die hier zur Diskussion steht, die betroffen wäre von einer Ausschaffung, dass man einen Automatismus einführt. Und zwar, man zielt genau auf die Ehre von diesen Leuten, die hier vor allem betroffen sind, die in schwerster Art und Weise straffällig werden, eine Minderheit sind innerhalb der Albaner und der Pashtunen, die hierher kommen. Das ist eine Minderheit. Ich würde mich bedanken. Darf ich noch schnell den Gedanken fertig machen? Danke. Ich würde mich bedanken als Ausländer wegen so einer kleinen Minderheit, die bei schweren Straftaten 8-mal hintereinander bedingt, wir haben solche Fälle dargestellt in der Basler Zeitung, innerhalb von 8 Jahren schwerstens straffällig geworden, jedes Mal bedingt. Nachher musste er mal absitzen. Zweimal von den Ausländerbehörden gesagt, aber das nächste Mal musst du dann gehen. Wieder ist nichts passiert, wieder ein Vorteil. Von solchen Fällen rede ich mal. Also, aber das ist ja der Kaspar Sorber. Genau, da kommen wir dann sicher noch dazu. Ich wollte jetzt noch mal schnell Hidden Agenda Strategie, wenn ja, welche.
Merci. Ja, also ich meine, Frau Fiala hat ja die Entwicklung, und für mich ist das wirklich eine brandgefährliche Entwicklung, mit denen verschiedenen Initiativen vorher sehr gut aufzeigen. Das hat angefangen mit der Ausschaffungsinitiative. Es ist längstens entschieden, dass Schwerkriminelle ausgeschafft werden aus der Schweiz. Nach der Annahme von der doch das passiert. Wie viel? Wir kommen nachher zu den Zahlen. Ja. Es passiert auch nach jetziger Rechtsprechung von Bundesgericht. Ja. Jeder 50 ist. Nein, viel mehr. Auf das können wir noch sprechen. Wir kommen auf das genau. Die erste Initiative, die hat wirklich die Schwerkriminellen getroffen. Jetzt kommt die Durchsetzungsinitiative. Da stehen Bagatelldelikte unter anderem in dem Katalog drin. Das heisst, es werden jetzt 2 Millionen Leute bedroht. Nachher kommt die nächste Initiative, 2 Millionen Ausländer. Nachher kommt die nächste, da können Sie schon lachen, Sie kennen Ihren Initiativtext. Nachher kommt die nächste, warten Sie schnell, bitte Rösti, nur um die Entwicklung schnell fertig aufzuzeigen. Nachher kommt der Angriff auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die Sie bereits lanciert haben. Die Schweiz soll nach dieser Initiative aussteigen aus der Menschenrechtskonvention. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, die Menschenrechtskonvention ist die Errungenschaft von allen europäischen Staaten aus den Folgen, die Lehre, die man gezogen hat aus dem Zweiten Weltkrieg. Und von dem her hat da ganz eine klare Tendenz, die Initiative. Zuerst hat es wenige betroffen, jetzt betrifft es 2 Millionen. Nachher kommt der Fundamentalangriff. Und darum ist es wichtig, jetzt ein Signal zu senden von der Bevölkerung her. Der Emil, der Kabarettist, das haben Sie vielleicht gesehen, der Schweizermacher. Also gibt es wirklich vermutlich keinen ausgewiesenen Schweizer, weder der Emil. Der Emil hat es ins Rad gemacht, jetzt ist der Spass vorbei. Und ich muss einfach einmal Ihnen sagen, der Spass ist vorbei. Das ist schon das ist relativ harter Tabak, wenn man bei einem Volksrecht, dem höchsten Volksrecht, das wir haben, der direkten Demokratie, bei einer Initiative sagt, das sei brandgefährlich. Für mich hat es ein bisschen das initiante Déjà-vu jetzt mit den Ex-Bundesräten, Ex-Parlamentarier, Kulturschaffenden, sogar Staatsschreiber, den Präsidenten von der Direktorenkonferenz und so weiter, auch auf Gemeindesebene, auf Kantonsebene und so weiter, was sich da drin mischt. Da hat man bei meiner Initiative hat man auch von Economy Suisse gesagt, Schweiz keine zusammen und es gäbe Flüchtlingsströme, die Initiativen angenommen worden ist. Da habe ich bei anderen Dingen auch, wenn man das Plakat nimmt von den Gegnern, wo die Schweiz an zerbröcheln ist und da im Zusammenhang mit der direkten Demokratie tut, wo ich genau gleich wie der Herr Rösti sehe, dass eben der Souverän, wie die Staatsmacht in der direkten Demokratie ist eben der Souverän. Und wir haben ja da Dreieck mit der Exekutive, der Legislative und der Judikative mit dem Gericht. Und da spielt ja der Bürger auch, der Schweizer Bürger, der Stimmbürger stimmt ja da auch drin, direkt und indirekt, indem er die Leute wählt, von der Regierung oder vom Parlament. Und er darf die Parameter, die Grundelemente, die direkte Demokratie, die darf er verschieben. Genauso wie sie in dem Dreieck auch eine harte Auseinandersetzung hat und die Checks and Balance in dem Dreieck darf der Schweizer Bürger auch die Checks. Er muss, das ist die direkte Demokratie. Nein, und ist dann das Recht, genau dass er die Checks and Balance auch darf korrigieren. Ja. Und er muss buchstäblich den Richter die Kompetenz wegnehmen. Das ist Entmachtung von den Richtern in diesem Land. Eben aus dem Ruder gelaufen. Nein, ist Benny Gaffner hat das angesprochen. Die Quote, die Ausschaffquote, ist ganz schlecht. Und darum muss das Volk hier eingreifen. Sie haben noch nicht gehört. Hidden Agenda gibt es. Nein, es gibt keine Hidden Agenda. Es gibt eine offene Agenda. Und zwar die offene Agenda mit offenem Visier gegen die EMRK und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und offene Agenda gegen die demokratischen Institutionen in dem Land und offene Agenda gegen die Richter in dem Land. Das ist ganz klar. Ich muss noch mal sagen, Herr Rösti, was ich von Herrn Minder und von Herrn Rösti gehört habe, das ist in äußerstem Maße bedenklich. Und wenn Sie, Herr Minder, vorher gesagt haben, ich muss quasi die Richter entmachten, ich mache Ihnen ganz ein aktuelles Beispiel. Ich war heute Morgen am Bundesgericht in Lausanne. Ich habe in der ersten zivilrechtlichen Abteilung ein Grundsatzurteil erwirkt, das nicht nach meinem Gusto gegangen ist. 3-2 habe ich verloren in einer grundsätzlichen Sache, aber das ist gleich. Sie hätten die Rechtskultur müssen erleben am Bundesgericht, wo sich 5 hochdekorierte Bundesrichter mit einem intensive, sehr komplexe Probleme auseinandergesetzt haben. Und dann, wenn Sie mir als SVP und Sie, Herr Minder, sagen, wir müssen die Richter in diesem Land entmachten, nein, ja, wo sind wir da? Gesagt, das haben Sie vorher gesagt. Sie haben gesagt,
Sie haben gesagt, dass der Richter entmacht. Heute hat der Richter entschieden, also, wer rausgeht aus dem Land und wer nicht als Straffälliger. Aber jetzt und die Kompetenz, dass wir als souveränes Volk die dürfen wegnehmen über das Instrument der Initiative, ist hoch legitim. Nein, das ist nicht legitim, wie wir da ein Gesetzgebungsverfahren. Ich muss sagen, über was dass wir hier diskutieren. Wir sind hier, erlauben wir jetzt das zu sagen. Wir sind hier auch die Vertreter der Opfer von kriminellen Straftaten. Weil bei der Durchsetzungsinitiative redet man in erster Linie über juristische Begriffe wie Verhältnismäßigkeit, Rechtsstaatlichkeit und fängt dann noch an, das ganze schweizerische System in Frage zu stellen. Es geht letztlich darum, dass schwere Kriminelle. Und da rede nicht Mutter an, wenn ich als Opfer. Nein, mit so einer Ich rede die Mutter an, die sich heute in den Medien hat geäußert hat. Es sei eine schwere Situation. Vielleicht es wäre fast gut, wenn so jemand könnte das verstehen, aber dass das nicht möglich ist, wenn ein Raser in Schönen wäre. Du weißt, dass das Beispiel schon manchmal, aber es ist jetzt ein Beispiel, das öffentlich bekannt ist. Eine Frau zu Tod fährt. Und die zwei Kollegen tun noch in der gleichen Zeit, werden sie zu Wiederholungstätern. Dann tut das Bundesgericht hier die Ausschaffung aufgrund von angeblich, dass der Täter nicht Wiederholungstäter werden können, rückgängig machen. Wir sind für die Opfer. Wir sind für die Opfer, die von einem Einbruch traumatisiert wurden. Wir sind für den jungen Mann, der heute der in Thun vor einem Bankomat zusammengeschlagen wird, jetzt ein Leben lang Augenprobleme hat. Das ist die Ausschaffung. Und jetzt lasst mich noch etwas zu ihm sagen. Ich finde es dramatisch. 57'000 Strafen. Straftaten von Ausländerinnen und Ausländern. 57'000 sind Ausländerinnen und Ausländer. Das ist die Zahl. Und hier jetzt von euch die Aussage zu machen, wir tun 2 Millionen hier in eine Gefahr oder weiß nicht was setzen. Aber das stimmt doch nicht. Ich bin ja genauso gefährdet, wenn ich etwas falsch mache, komme ich vor Gericht und ins Gefängnis. Und hier reden wir um die kriminellen Ausländerinnen und Ausländer. Und wir müssen genau die Trennung machen und hier sagen und ganz laut und deutlich sagen, die meisten Ausländerinnen und Ausländer sind hier geschätzte Arbeitskräfte und eben nicht kriminell. Und wir müssen doch die Trennung machen, weil es ist ja nicht Zufall, dass im 2010 voll Initiative. Sie reden immer von Kriminellen aus. Darf ich das schnell? Sie sagen, Herr Rösti, danke. Sie sagen, Herr Rösti, die Richter machen ihre Arbeit nicht gut. Das sagt Christoph Blocher ja auch. Zu wenig gut. Darum braucht es den Automatismus, der direkt in der Verfassung festlegt. Wir haben 2010 ein klares Verdikt vom Volk. Und die Tatsache ist, dass seitdem die Ausschaffung eher rückläufig ist. Dass wir heute etwa 500 Ausschaffungen haben. Pro Jahr. Und wir gehen davon aus, dass bei der Umsetzung der Gesetzgebung, wie es jetzt das Parlament, eine Verschärfung gibt. Darum haben wir noch nicht das Referendum ergriffen. Und bei Durchsetzungsinitiativen es nochmal ein bisschen mehr gäbe. Und es gibt einfach verschiedene Fälle, wo die Richter anders entschieden haben. Sonst wäre es gar nicht so weit gekommen. Oder? Das ist genau das Korrektiv, das Herr Ständerat Minder sagt. Das Volk darf eben, und das ist genau für unser System, in diesem Dreieck darf das Volk durchaus korrigieren und die Behörden beaufsichtigen. Und das ist mir noch erst ganz wichtig. In diesem Dreieck ist natürlich ein Fehler. Und ihr habt es einleitend gesehen, indem er mir zitiert hat. Das Volk ist natürlich über der Exekutive, Judikative. Das stimmt natürlich nicht, Herr Röst. Herr Aliotta, ich zitiere Artikel 148 Bundesverfassung. Ja. Steht drin, die oberste Behörde ist das Parlament und der Vorbehalt von Volk und Ständen. Und der Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Weil wer macht denn sonst die Verfassung? Wer ist denn sonst die Kontrolle? Ich bin auch nicht einer, der sagt, das Volk hat immer um jeden Preis Recht. Aber das Volk hat mehr Recht als ein einzelner Richter oder als eine Behörde mit ein paar Leuten. Das ist die Funktionsweise. Und diese Funktionsweise, die tun wir in keiner Art und Weise infrage stellen. Das ist die Bundesverfassung. Wenn wir einfach jetzt mal genau heranschauen, muss man sagen, wir sagen gar nicht, dass ein einzelner Richter über dem Volk steht. Sondern was wir versuchen zu sagen ist, das Herzstück einer Demokratie
ist die Rechtsstaatlichkeit und die Verfassung. Mhm. Und die Verfassung sieht vor, dass es eben eine Verhältnismäßigkeit gibt. Und diese Initiative von euch würde diese Verhältnismäßigkeit spülen. Und ich denke, ganz wichtig ist, und da möchte ich auch auf Sie zurückkommen, weil Sie haben gesagt, man fühlt sich in diesem Land nicht mehr sicher. Und das ist nicht so, dass wir von der FDP das nicht würden ernst nehmen. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist einfach, und das sage ich Ihnen jetzt ein bisschen mit einem Clips auch, oder? Man muss zuerst die Fakten kennen, bevor man sie verdrehen kann. Oder? Weil Kriminaltouristen sind die grösste Verunsicherung in diesem Land verursachen. Also wenn Sie von Diebstahl reden, von Einbrüchen, dann sind das in den wenigsten Fällen solche, die ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben, sondern einen hohen Anteil von Kriminaltouristen, die im Prinzip mit dieser Initiative überhaupt nichts zu tun haben. Da müssten wir von ganz anderen Sicherheitsmassnahmen reden. Und da wird eben... Wenn wir die Grenzkontrolle... Die Kriminalitätsrate 15% runtergegangen, weil die Franzosen Grenzen kontrollieren. Dort haben sie auch gesagt. Wenn wir würden da eine Grenzkontrolle-Debatte führen, wäre ich als Erste sehr gerne wieder dabei. Aber ich hätte da auch Argumente, weil wir sind noch nicht bei der Zoll. Union. Folglich an jeder Grenze kann man sagen, führen Sie Waren mit sich. Nicht, könnte ich mal schnell den Ausweis sehen. Und wenn nachher das mit dem Ausweis nicht stimmt, kann man ihn rauspäckeln. Der Punkt ist einfach, wenn Sie würden wollen, jeden an der Grenze kontrollieren, dann haben Sie Stau pro Tag von 8 Stunden, wo Sie gar nicht mehr in das Land hineinkommen. Und in Basel, Sie sind ja von der BATZ, ist das ja vor ein paar Jahren der Fall gewesen, dass tatsächlich Deutschland uns mal kurzspitz zu einer Schengen-Aussengrenze erklärt, worauf wir stundenlang in Stau gehabt. Aber das hat alles nichts mit dieser Initiative zu tun. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man redet von dem, was in dieser Initiative steht. Und wir sind der Meinung, dass Kriminelle sollen ausgeschafft werden. Aber wir haben ja schon Unterschriften gesammelt, bevor wir überhaupt gewusst haben, ob das funktioniert. Ich muss schnell eine Korrektur anbringen. Wir können jetzt schnell über die Kriminaltouristen reden, aber ich muss eine Korrektur anbringen. Natürlich haben die nicht mit permanentem Wohnsitz, sind die nicht direkt erfasst. 70%? Sind die nicht direkt erfasst? Aber tun wir sie jetzt nicht irgendwie in den Himmel lupfen? Was? Wer lupft was? Eben die Kriminaltouristen. Aber Doris Fiala, es hat einen ganz wesentlichen Punkt. Die werden jetzt sehr wahrscheinlich, wenn er halt nur schnell irgendwo eine Antenne und einen Fernseher klaut oder irgendwo, dann kommt er eben sehr kein Landesverweis und Einreisesperre über. Und die ist limitiert heute bei 5 Jahren. Und wenn der Automatismus kommt, dann ist es von 5 bis 15 Jahren. Und auch der kann nicht mehr rein. Der muss nicht einmal mehr einen Schraubenschlüssel oder einen Hammer in der Tasche haben. Er wird eingenommen, wie er das Land nicht mehr betreten darf. Und von dem her hat es sehr wohl eine präventive Wirkung und etwas Wichtiges, indem man bei der Einreisesperre automatisch verhängt wird. Ich möchte Ihnen schnell etwas zeigen. Ihnen hier in der Runde und auch Ihnen daheim natürlich. Oder es geht der SVP darum, endlich Sicherheit zu schaffen. Das Extrablatt ist in einen Haufen Haushaltungen verteilt worden. Das haben einen Haufen Leute gesehen. Und man hofft damit natürlich vor allem einen Haufen Befürworter damit zu gewinnen. Die Sicherheit wird nicht geschaffen. Die Sicherheit, die hier als Schlagzeile steht, das grosse Thema, ist die grosse Frage, wie will man die Sicherheit schaffen. Ich frage Sie, Herr Minder, wie will man das machen? Ja, ich will wieder als Einfamilienhäuslebesitzer, will ich wieder, dass ich ohne, wenn ich schnell zum Auto gehe oder in den Garten raus, nicht muss da verschliessen mit dem Schlüssel. Und ich will, dass das Kind wieder könnt, ohne dass sie von den Eltern in das Schulhaus gefahren werden, wieder alleine in die Schule auslaufen und der Jogger im Wald wieder alleine kann. Das stimmt doch wirklich. Das stimmt doch wirklich. Wir haben 57'000, wir haben 100'000 verurteilt, davon 57'000 Ausländer. Für mich ist die Schweiz nicht mehr sicher. Und sie ist im grossen Bereich, wo die Kriminalfälle sind, wo wirklich die schweren Taten sind, der eine Katalog jetzt bei der SVP und auch die sogenannten Bagatellfälle. Für mich ist eigentlich der, der mit dem Sprengstoffgürtel im Hallenstadion, der IS-Ding, der macht mir nicht unbedingt Sorgen.
Touristen, weil da, der erfasst mich sehr wahrscheinlich nicht. Aber der Kriminaltourist, der im Katalog 2 innen ist, der mit dem Küchenmesser in meine Wohnung einläuft oder in meinen Garten einläuft, vor dem habe ich Angst. Herr Minder, aber ich würde da mal etwas sagen, als Jüngste, ich bin ja da der Jüngste in dieser Runde. Darf ich mal etwas sagen, Herr Minder? Es ist klar, dass wenn man einen Ausländer, der kriminell geworden ist, rausschafft, und er hat nachher ein Einreiseverbot, dann ist das eine ganz grosse präventive Wirkung. Ist gut, und er darf mal nicht mehr in das Land einkommen. Sonst könnte man ja sagen, dann lassen wir sie doch frei umeinander. Nein, das ist doch mal etwas sagen. Strafrecht ab. Herr Schell, darf er auch mal etwas sagen? Das darf ich mal etwas sagen? Ich bin ja schließlich der Jüngste in dieser Runde. Da, oder? Und ich bin wirklich sehr viel auch in der Nacht in der Schweiz unterwegs. Im Ausgang, in der Stadt, zum Teil auch auf dem Land. Oder? Und ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin, und auch vielen Kolleginnen von mir geht es übrigens genau gleich, dann fühlen wir uns nicht unsicher. Es hat einen Haufen Polizei, es hat einen Haufen private Sicherheitsdienst, es hat einen Haufen Überwachungskameras. Die Märchen, die sie die ganze Zeit erzählen, also, wir leben in Unsicherheit. Warten Sie rasch über 100 Polizisten mehr. Sicher nicht, weil die Sicherheit abgenommen hat. Also eben, wie gesagt, wir fühlen uns auf alle Fälle nicht unsicher. Und ich würde auch noch die Zahl aufnehmen. Da finde ich eben interessant, was Sie gesagt haben, mit diesen 57'000 Delikten, die Ausländer verüben. Es geht eben nicht um Delikt, sondern es geht um Verurteilungen. Die Leute sind verurteilt, es hat Strafverfahren gegeben, die sind auch im Gefängnis. Das heisst, man kann doch nicht die ganze Zeit das so tun, wie sie die ganze Zeit das darstellen. In dem Land herrscht irgendeine Kuscheljustiz, die die Leute schonen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl, die muss sie eigentlich zufrieden machen. Es wird eben, doch, es wird eben für Ordnung geschaut, oder? Und von dem her sehe ich einfach die ständigen Vorwürfe, wir leben da eben angeblich in Kuscheljustiz. Wir leben in einem sicheren Land. Wir leben in einem sicheren Land. Darf ich den Oliotto schnell hören? Ich glaube, ich bin der einzige Anwalt in dieser Runde, der seit 20 Jahren die Fälle vertritt. Ich muss zwei Sachen sagen. Ich muss darauf zu sprechen, Gaffner. Ich vertrete seit 20 Jahren Opfer und Geschädigte. Und zwar Opfer, nicht wie sie auf der politischen Ebene errösten, die sie vorgeben zu vertreten, sondern ich tue Opfer und Geschädigte an der Front vertreten, gegen Versicherungsgesellschaften nach schweren Verkehrsunfällen. Und da muss ich Ihnen schon sagen, wenn Sie immer sagen in der Öffentlichkeit, der Opferschutz sei Ihnen so wichtig im Strafbereich, wieso haben Sie dann zum Beispiel im Parlament die Opferhilfegesetzgebung dermaßen eingeschränkt, damit die Opfer genau aus den Straftaten, die sie bringen, viel weniger entschädigt werden? Das müssen Sie doch mal den Leuten erklären. Also es geht ihnen nicht um den Opferschutz im Einzelnen. Seien wir mal ganz ehrlich. Dann der nächste Punkt, Kriminelle. Sie reden immer von dieser Initiative, wie wenn die Initiative nur schwerst Kriminelle betrifft. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir jetzt anfangen würden, jeden einzelnen Artikel oder jede einzelne Tat der Durchsetzungsinitiative anzuschauen, da werden wir schnell darauf kommen, dass nur der erste Teil überhaupt, wenn man den Begriff von anschauen, Schwerkriminelle betrifft, und dann der zweite Teil eben nicht Schwerkriminelle. Da müssen wir mal offen und ehrlich diskutieren, was heisst denn überhaupt Kriminelle? Sie sprechen die zwei Kataloge an. Natürlich, die zwei verschiedene Kataloge. Also wenn der Herr Rösten auch die SVP immer von dieser Schwerkriminellen reden. Das ist nicht so. Die Initiative betrifft nicht nur die Schwerkriminellen. Dann noch der letzte Punkt, da kann jemand anderes wieder reden. Wenn man sagt, in diesem Extrabad endlich Sicherheit schaffen. Die Sicherheit wird nicht geschaffen durch die Initiative, weil sie kann nicht umgesetzt werden, und zwar auch auf der praktischen Ebene nicht. Es ist ja nicht umsonst, dass die gesamtschweizerische Konferenz der Staatsanwalt ganz klar vor dieser Durchsetzungsinitiative gewarnt hat. Wieso? Das muss man den Bürgern auch mal erklären. Wir haben seit dem 1. Januar 2011 eine Strafprozessordnung in der Schweiz. Und die Strafprozessordnung, eine gesamtschweizerische Strafprozessordnung. Und jetzt ist es einfacher geworden in dieser Strafprozessordnung, dass man Strafverfahren rascher beenden unter Umgehung der Gerichte. Wenn jetzt die Durchsetzungsinitiative ankommen sollte, dann kann ich Ihnen garantieren, da gibt es wahrscheinlich keinen einzigen ausländischen Täter mehr, auch die mit Wohnsitz in der Schweiz, die irgendeine Strafe noch zugeben. Das heisst, sie tun das polizeiliche Ermittlungsverfahren aufblähen, sie tun das ganze Strafverfahren auf Jahre ausblähen, dann kommen nachher drei Instanzen. Erste Instanz, zweite Instanz, dritte Instanz. Das heisst, sie nehmen in Kauf, dass alle Strafverfahren in diesem Land in Tausenden und Abertausenden von Fällen total verlängert werden, über x Jahre. Und während dieser Zeit haben sie null Sicherheit.
Das, was Sie den Bürgern versprechen, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das habe ich gemeint, die Richter werden dann Macht. Herr Kaffer, wir kommen noch zu dem Thema. Sagen, keine Ermessen mehr werden ausgeschaltet. In der Ausweisung. Aber es ist eben anders. Die 500 Ausweisungen, jährlich, um noch schnell auf die zu kommen. Das ergänzt eben das, was Herr Aliotta gesagt hat. Die 500 Ausweisungen, die es im Moment im Jahr gibt, oder? Wieso sind es 500? Nicht mehr und nicht weniger. Wissen Sie wieso? Weil die Umsetzung das grosse Problem ist von diesen Ausweisungen. Das bestätigt Ihnen, nein, warten Sie, das bestätigt Ihnen alle kantonalen Migrationsämter. Bestätigen das. Jetzt werden Sie dann mit lauter Bagatelldelikt noch mehr Leute eine Ausweisung festsetzen. Unsere Gefängnisse werden überfüllt werden. Es wird horrende Mehrkosten geben. Gesetze, die wir haben, die haben wir schon längst und sie sind scharf. Gesetze sind nicht das Problem. Wenn schon, ist die Umsetzung das Problem. Herr Daffner, darf ich Sie noch ansprechen als Bundeshausredaktor, als BAT-Journalist? Sie haben mir gesagt, dass Sie Kontakt haben, immer wieder mit Schwarzafrikanern oder auch mit jemandem aus dem Irak. Das sind Leute, die bei uns leben und das sind Leute, die via Social Media auch mit ihrer Heimat sehr stark im Kontakt sind. Wir sind ja jetzt noch in der Thematik von der Sicherheit. Was werden da für Informationen austauscht? Also von dieser Durchsetzungsinitiative, die gibt es diskutieren in gewissen Kreisen. Also, in welchen Kreisen? Tun Sie es präzisieren? Ja, aber jetzt zum Beispiel der Irak, wo ich an dieser Stelle recht herzlich grüße mit seinen Brüdern zusammen. Das wird diskutiert. Also kann man sich da noch etwas leisten? Ist das noch rückwirkend auch noch und so? Und, also, Sie haben mir dann gesagt, das habe natürlich eine präventive Wirkung. Also nicht präventiv, aber das wird natürlich man sich dann schon zweimal überlegen, oder? Wenn man jetzt bei diesen zwei Kategorie-Delikt unten, die als Bagatellen bezeichnen, kommt man zuerst, dürfen geschwind sagen, die gelben Karten über und dann muss man nochmal. Und dann gibt es die zwei gleich rot. Und in dem Moment, also da können Sie erzählen, was Sie wollen, reden Sie mit betreffenden Leuten, das wirkt abhaltend, abschreckend. Ja, aber es geht ja nicht um Abschreckung, es geht ja um die Leute, die hier leben. Sie kommen immer vom 100. bis 1000. Hier zu allem etwas sagen. Aber ich will nämlich zu diesen Richtern, ich habe mich da sehr reingeknüllt und noch Schriften vorgeholt, den Grundlagenartikel, der dazu geführt hat, dass man den Landesverweis, haben sie rausgehalten, oder zum Strafgesetzbuch, und jetzt wieder reingenommen, weil man gemerkt hat, es geht gleich nicht. Ist jetzt aber, glaube ich, noch nicht in Kraft. Oder ich meine, was war dort die Überlegung? Und das ist, muss man jetzt einfach wissen, die Richter machen natürlich schon etwas sehr problematisch, so wie ich beurteile. Und ich habe also auch Menge Gerichtsprozess verfolgt früher, oder? Das geht um den Täter und in Bezug auf die ausländerrechtliche Massnahmen überlegt man sich vom Gericht genau, ja, was müssen wir jetzt machen, dass der das nicht mehr macht, dann kommt Bestrafung, 4 Jahre oder 5 Jahre oder 7 Jahre Gefängnis oder bedingt oder was auch immer. Und nachher die ausländerrechtliche Massnahmen, immer unter dem Blickpunkt des Täter, fragt man sich, da können Sie nachlesen im entsprechenden wissenschaftlichen Artikel, fragt man sich, ja, ist jetzt die Resozialisierung, die ist jetzt die Resozialisierungschance grösser, wenn er in der Schweiz bleibt, oder ist sie grösser, wenn er in sein ehemaliges Heimatland geht? Und dann muss ich sagen, ja, wo ist denn da der Schutz der Gesellschaft? Und fremde Behörden, fremde Polizei, wie man früher noch gesagt hat, die hat das eben angeschaut, außerhalb von dem Täteraspekt, da geht es um die Sicherheit der Gesellschaft. Und die ist mir heute zu fest in den Hintergrund geguckt. Also, was Sie jetzt machen, wenn man 500 Ausweisungen hat und mit den Massnahmen, die Sie beschlossen haben, was sagen Sie, 3'500 und mit seiner Initiative 10'000, also da muss man doch nicht sagen, das ist dann von den entsprechenden Bundesämtern untersucht. Ich möchte noch wissen, ob die Zahlen stimmen. Die meisten Massnahmen, die Sie... Ich muss da schon intervenieren, weil er tut wirklich das ganze System falsch. Stimmt nein, es geht gar nicht um die Zahlen, er tut das System der Gerichte schlicht und ergreifend falsch darstellen. Ich finde das auch ein bisschen problematisch, dass man in so einer Diskussion so einen Frontalangriff auf die Strafrichter in diesem Land macht, der in keinster Art und Weise angeht. Die Strafrichter in diesem Land machen gestützt auf StGB und StPO seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit. Und was man eigentlich in dieser Runde wieder einmal muss deutsch und deutlich sagen, wir haben in der Schweiz nicht ein Erfolgsstrafrecht. Man beurteilt nicht die Leute nach dem Resultat
wo das Delikt mit sich bringt, sondern die Verschuldensproblematik steht im Vordergrund. Der Richter ist verpflichtet, das ist auch richtig so, bei jedem einzelnen Fall, bevor es zu einer Strafzumessung gibt, das Verschulden anzuschauen. Und das ist genau das, wo eben ein ganz wichtiger Bestandteil ist von dem System in der Schweiz. Und das tun Sie immer wieder angreifen, indem Sie sagen, die Rechtsprechung in diesem Land sei nicht nachvollziehbar. Dann tun Sie doch einmal, das haben Sie jetzt gesagt, dann tun Sie doch einmal den Leuten. Der Täter steht im Mittelpunkt. Nein, das stimmt, nicht. Ich muss ein paar Sachen sagen, wo der Herr Alajotta direkt an meine Adresse sieht, die sonst im Raum bleiben stand. Ja. Erstens, ich finde es schon ein bisschen anmassend, wenn ihr mir jetzt den Einsatz für Opfer, wer auch immer das ist, absprecht. Ich habe zwei Kinder, 20, 15. Ja. Die gehen zu Tunni Ausgang. Kürzlich ist von so einem Fall, wo ein Junge, es hätte mein Sohn sein können, vor einer Telefonkabine einfach zusammengeschlagen wird. Ja. Und das ist für mich klar, so eine Person, wenn sie in der Schweiz ist, gehört sie gleich bestraft wie der Ausländer, aber dann können wir sie nach Bundesverfassung selbstverständlich nicht ausweisen. Aber weil ein grosser Anteil eben ausländische Straftäter gehört so eine Person automatisch nach Verurteilung vom Richter ausgewiesen. Und das hier wird für euch in Anspruch nehmen, noch mehr für die Opfer einsetzen, aber im Moment all eure Zeit anwenden für ein Gesetz, für einen Initiativtext, der heisst, wir haben eine automatische Ausweisung. Das finde ich etwas anmassend. Das ist der erste Punkt. Der zweite, ihr habt den zweiten Deliktkatalog angesprochen und gesagt, das sei, und das probiert man ja überall im Moment, das sei quasi so, ihr habt nicht Bagatelle zum Mund genommen, aber es sei deutlich weniger. Und kann so jedem, kann vielleicht auch uns passieren, ich habe mir das gut überlegt. Jemand, und da kommen eben auch die 2 Millionen Ausländer, die nicht straffällig werden, dazu, die einfach so das Leben fröhlich und zufrieden geht und probiert sich an Recht und Gesetz zu halten, passiert nicht einfach etwas. Es passiert nicht einfach eine einfache Körperverletzung. Weil da braucht es einen Zahn eingeschlagen, einen Arm gebrochen zu sein. Ich tue es jetzt auslesen. Hausfriedensbruch in Verbindung mit Sachbeschädigung. Das kann genau die Trauma sein. Das kann der Ostermundiger Fall sein, der heute in der Zeitung ist, der vor Gericht ist, wo per Zufall ein jemand wollte einbrechen, der 73-jährige Mann hat deswegen einen Herzinfarkt. Das sind einfach nicht qualifizierte Veruntreuungen. Ich lese sie noch ganz schnell nach, dass wir das abhandeln können. Sexuelle Handlung mit Kindern, Brandstiftung. Herr Alajotta, Brandstiftung ist doch nicht ein kleines Delikt. Wer sagt das? Geldfleisch. Ihr habt vorhin suggerieren, dass Fehlleben im zweiten Katalog. Und jetzt noch. Und dann hören wir wieder. Wir können gerne den ganzen Katalog durchnehmen. Genau. Es gibt kein Delikt. Wir können gerne den ganzen Katalog. Das zeige ich Ihnen ganz klar. Lassen wir doch einander ausreden. Bitte, im Dienst von denen, die hören. Wir haben eben sehr viele Punkte gleichzeitig gesehen. Es gibt kein einziges Delikt, wo jemandem, der recht arbeitet, daherkommt, der vielleicht auch mal zu schnell fährt oder so, einfach so passiert. Also braucht sich jemand, und insbesondere auch ein Sekondo, der sich normal, ja, Führungs- und Schlusszeichen, auch nicht als Engel, normal verhält in diesem Land, braucht von der Initiative nichts zu fürchten. Und jetzt ist noch etwas. All die Delikte, die sind genau praktisch identisch, sogar ein bisschen erweitert, in der Gesetzgebung, die das Parlament verabschiedet hat, oder in. Wenn jetzt das, was von den Gegnern gesehen wird, wir schaffen dann schon auch Leute aus, wahr wäre, dass die Justiz gar nicht machen kann, dann würde das heissen, dass man auch die Gesetzgebung nicht umsetzen kann, letztlich. Weil der Deliktkatalog ist praktisch der gleiche. Der einzige Unterschied, den wir haben zwischen Durchsetzungsinitiativen und Gesetzgebung, dass wir die sogenannte Härtefall oder besser gesagt eben Täterschutzklausel drin haben, wo der Richter am Schluss noch urteilen kann, wenn es eine schwere Härte ist für einen Einzelfall und die öffentliche Ordnung nicht gefährdet, kann er von Ausweisung absehen. Und wir wollen nicht, dass nach der Verurteilung, die wir das Gericht nicht entmachten, die Richter sollen absolut die Verurteilungen nach Verhältnismäßigkeit machen. Aber am Schluss kommt es zur automatischen Ausweisung. Und ich frage jetzt vielleicht Frau Fiala, wie will sie denn ihr Gesetz umsetzen? Wenn man sieht, bei einem Diebstahl wird eine schwere Härte diagnostiziert und der Gleich macht dann noch einen Mord, dann bleiben sie
dann bleiben, entweder müsst ihr gleich urteilen wie Durchsetzungsinitiative, oder sonst bleiben alle da. Eine Replik noch, die braucht es. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Gut, also ich wollte jetzt doch noch mal sagen, zu diesem Katalog. Das ist ein unglaublich komplizierter Katalog. Und ich bin schon grundsätzlich dagegen, dass man so ein Gesetz in die Verfassung hineinschreibt. Weil, seien wir ehrlich, wer hat all die Delikte im Griff? Wer kann das alles begreifen? Und dann müssen wir vielleicht im Einzelnen die genauen Delikte noch mal anschauen. Und jetzt können wir noch mal, darf ich schnell fertig reden und nachher noch mal auf den Ursprung kommen. Das gehört nicht in die Verfassung. Das gehört auf Gesetzesebene, aber nicht in die Verfassung. Ja, aber trotzdem. Darf ich schnell fertig reden? Bitte nur einen. Schnell fertig reden? Gut. Ich mache ein einfaches Beispiel als Gegenbeispiel zum Herrn Rösti. Sie reden immer vom ersten Katalog, wo Schwerkriminelle sind, und im zweiten Katalog steigt es auch noch relativ schlimm. Wenn wir aber im ersten Teil des Katalogs, da mache ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel, Herr Rösti, weil Sie haben jetzt vorher auch mit konkreten Beispielen hantiert. Also, im ersten Teil des Katalogs unter Litera C, oder? Einbruchsdelikt durch kumulative Erfüllung der Straftatbestände des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs. Das gibt eine automatische Ausweisung. Gut, jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel. Ein 16-jähriger Secondo, der psychisch krank ist, geht in Ausgang mit 3 Schweizer Gleichaltrigen. Das ist eine Viererbande, die gehen irgendwo in einem Quartier, das kann in Zürich sein, oder irgendwo gehen sie in den Ausgang. Und sie trinken da etwas. Jetzt hören sie zu und sie trinken da etwas. Dann gehen sie in einen Garten rein, halb besoffen, schon mal Hausfriedensbruch. Die stacheln sich gegenseitig anstacheln, haben dort vielleicht ein Velohäuschen, machen dort vielleicht die Türen auf, machen etwas kaputt, ist Sachbeschädigung. Dann gehen sie vielleicht rein, es ist lustig miteinander, hat ein bisschen angetrunken, dann nehmen sie dort eine Flasche Bier raus oder irgendetwas anderes, kann ein kleiner Gegenstand sein. Gut, alle diese Dinge, alle diese Voraussetzungen da sind erfüllt. Also, eine Moll, Herr Schlörisch, das ist ja so, eine automatische... Flasche Bier kostet 5 Liter. Ja, dann nehmen sie halt einen Harass, das ist ja gleich. Ja, 300 Franken, hört doch auf. Nein, ich höre nicht auf, es geht genau um die Beispiele. Nein, es geht um genau die Fälle. Sie wollen, Herr Röschte, Sie wollen... Bringt mir ein Urteil, das das zeigt. Wo jemand wegen einer Flasche Bier klaut, ist angeklagt worden. Sie wollen Jugendliche, das habe ich ja sicher, dann können wir uns noch treffen. Jugendliche Sekundos, die 15, 16 sind. Entschuldigung. So, jetzt haben wir vorher gesagt, eine Replik und dann wollte ich einen Schritt weitergehen. Ich bitte Sie aber Jugendliche, auf das Jugendstrafrecht gilt es nicht. Nur, dass wir das klar haben. Der 16-Jährige kommt sowieso, da habe ich vorhin noch gar nicht aufgepasst, der 16-Jährige kommt unter Jugendstrafrecht. Nein, Sie wollen also mit Initiativen gar nichts. Sie machen keine Unterscheidung. Nichts zu tun mit der Initiative. Entschuldigung, darf ich nur schnell erklären? Also, Ihre eigenen Parteimitglieder sind sich da uneinig. Der Herr Rutz, der Herr Brandt und der Herr Vogt streiten sich genau über diesen Punkt. Und ich glaube, es ist einfach nicht geklärt, so wie es formuliert ist. Das darf man so stehen lassen. Aber in etwas sind wir doch eigentlich einig. Wir sind der Meinung, wir wollen eine sichere Schweiz. Einverstanden? Mhm. Jetzt, Sie insinuieren im Prinzip, dass von den Ausländern her unvergleichbar mehr Delikte prozentual begangen werden. Und wir wollen da ein Zeichen setzen, wie Sie sagen, ein Abschreckungszeichen, dass quasi die Ausländer, dass das nicht so passiert. Ich habe mir die neuesten Zahlen gegeben und ich möchte jetzt einfach auf die Fakten zurückkommen. 0,6% von allen ständig in der Schweiz wohnenden Ausländern werden straffällig. Und demgegenüber werden 0,3% von allen Schweizer in diesem Land straffällig. Das heisst, wenn Sie vorne zu Recht gesagt haben, wir haben heute 700 Polizisten mehr, dann ist das auch, weil wir natürlich genauso eine Steigerung haben von Schweizern, die Delikte begehen. Und ich möchte einfach Sie bitten, am Schluss des Tages sind wir uns einig, schwerst Kriminelle, wenn wir in diesem Land nicht. Sie haben ihr Gastrecht verwirkt, aber bei Vergehen kann man doch nicht so einen dramatischen Unterschied machen zwischen einem Schweizer bzw. einem Ausländer. Ich glaube einfach, da ist wie der Knebel jetzt einmal zu hoch
aufgerührt worden in der Forderung. Und von dem her, ich bitte einfach darum, wenn ihr schon so sagt, wie unsicher das alles sei. Sagen wir alle, wir wollen hier keine Kriminalität. Wir wollen hart sein im Kampf gegen Kriminalität. Aber die Gleichsetzung in den Köpfen der Leute, dass es einfach immer nur mit dem Ausländer zu tun hat, finde ich brandgefährlich. Und das ist eben das, was eigentlich mich am meisten verärgert ist, seit Jahren die Angstmacherei, die Stigmatisiererei und immer im Prinzip auf die gleiche Kerbe eindreschen. Und ich sage es nochmal, das hat eben System, dass man das Problem bewirtschaftet. Aber das löst nicht unser Problem. Weil wir wollen auch wie ihr eine sichere Schweiz und hart, aber fair in der Umsetzung. Bitte, Doris Fiala, nehmen wir in Bern, ich bin zwar erst 4 Jahre, überhaupt die Signale aus dem Volk wahr? Wir haben in den letzten Jahren, das Parlament hat es nicht wollen, der Bundesrat hat es auch nicht wollen, wir haben Verwahrungsinitiativen durchgekommen, wir haben Verjährungsinitiativen durchgekommen, wir haben pornografische Straftaten bei den Kindern, die durchkommen, wir haben Ausschaffungsinitiativen, die durchkommen. Ich bin der Rechtskommission. Wir haben im Halbjahresrhythmus, wenn nicht mehr, aus allen politischen Parteien Änderungen Strafgesetzbuch. En masse. Wenn sie sogar assistiert, wie es so viele politische Vorstöße hat. Wir nehmen es nicht auf. Nein, wir nehmen es Volk-Votenverschärfung. Und wir nehmen es nicht wahr. Wir korrigieren. Und jetzt müssen wir, es hat nichts mit Mut zu tun. Jetzt müssen wir halt die kommen. Nochmal ist für mich der wesentlichste Punkt, wo ich hier zustimme. Die Richter hätten jetzt jahrelang Zeit gehabt. Wir haben die Fälle in dieser Zeitung 19 Mal. Und er ist wieder fällig geworden. Er ist wieder straffällig geworden. Nicht ausgeschafft worden. Und jetzt kommt halt der Automatismus. Jetzt nehmen wir die Kompetenz der Richter halt weg. Das ist demokratisch. Das Volk hat das Recht. Ein Richter, er wählt auch indirekt über das Parlament. Wir dürfen den Richter mit gutem Gewissen die Kompetenz wegnehmen. Darf ich einige Punkte, die wirklich nicht stimmen, wo wir wirklich müssen. Aber da also erstens mal, was Sie gesagt haben. Ich sage nur einen Satz, nachher ich Sie gerade schwätzen lassen. Ein Jugendstrafrecht ist aus dem Strafgesetzbuch rausgenommen worden und ist von dieser Initiative, also da, wo man jetzt aus neutraler Beobachtersicht einfach sagen, egal ob man dafür oder dagegen ist bei dieser Initiative, nicht betroffen. Man kann heute sogar schon gemäß Jugendstrafrecht können sich ausländerrechtliche Massnahmen, die dann zu einer Ausweisung führen, ableiten lassen. Das ist heute schon möglich im Gesetz. Aber die ganze Initiative, die man hier streitet und diskutiert, hat in Bezug auf das Jugendstrafrecht null Auswirkungen. Also da kannst du, nur wenn dann nachher da wieder Faktencheck gemacht werden, nachher, dann nachher ist das so. Stimmt nicht. Was? Ich habe eine schriftliche Stellungnahme vom Bundesamt für Justiz, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Initiative ganz klar auf Jugendliche muss angewendet werden. Das heisst, es ist überhaupt nicht klar, was die Konsequenzen sind von der Initiative. Mal, es ist klar und es ist auch eigentlich klar, aber, wie es im Text steht. Darf ich schnell fertig? Oder wissen Sie es nicht? Darf ich schnell fertig reden? Die Initiative bezieht sich auf Strafrecht für Erwachsene. Können wir bei dem bleiben? Einer redet und im Text von der Initiative bitte. Im Text der Initiative steht kein einziges Mal erwachsener Ausländer. Das ist eine Tatsache. Sie haben eine Initiative, die einen Begriff nimmt. Der einzige Begriff, den er nimmt, ist Ausländer. Und da fallen eben auch jugendliche, minderjährige Ausländer drunter. Das ist ganz klar. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Wo kommt man denn da hin in der Schweiz als Rechtsstaat, wenn 15- und 16-Jährige Jugendliche, die noch fast Kind sind, automatisch wieder ausgeschafft werden. Das geht jetzt einfach nicht. Aber lasst es doch einfach nicht. Ich bin ja nicht Jurist. Darf ich einmal wieder ein bisschen ausführen? Ich bin ja nicht Jurist. Herr Aliotta, wenn ich das... Die Bundesverfassung geht, kann man auch wenn es für die SVP nicht gern gehört, kann man doch noch ein ausführendes Gesetz machen. Und der Punkt, wo man sich... Herr Aliotta, nur mal das. Jetzt muss ich einen Punkt machen. Auch Herr Rösti, der Herr Sauber, hat ganz lang... Ich finde es genug schlimm, dass wir überhaupt darüber reden, dass wir Jugendliche ausschaffen in diesem Land. Und ich würde doch mal noch mal darauf zurückkommen, dass vor allem sehr viele Sekunden von dieser Initiative bedroht sind. Das sind 2 Millionen
Ausländer, die betroffen sind, und eben einen Haufen Secondos, die hier aufgewachsen sind. Oder wenn die nur ein kleines Delikt begehen und noch ein zweites Delikt. Nein, also gut, ein langer beispielsweise. Der Herr Aliotta hat ja den Fall vorher geschildert. Ja, das ist ja klar, wo nicht stimmt. Wo das doch, stimmt, der Fall, Herr Rösti, das also stimmt. Also können wir jetzt Herrn Sauber zuhören, nee, bitte? Dann haben einfach Mist erzählt. Also, genau, also, es geht hier einfach um Leute, die hier aufgewachsen sind. Es geht letztlich um unsere Kollegen, die wir kennen vom Betrieb, die wir kennen aus dem Sportverein und so weiter. Um diese Leute geht es genau bei dieser Initiative. Und die wollen sie ausschaffen. Hey, es oder? Ist doch, das ist so, doch jetzt eine unheimliche Unterstellung, wenn hier der Herr Sorber sieht, diese Leute wollen ausschaffen. Das sind doch unbescholtene Leute, die ich schätze. Und es ist eine Unterstellung, wenn ihr sagt, wenn ihr quasi 2 Millionen Ausländer, das sind alle Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, die keinen Schweizer Pass haben, denen quasi unterstellen, sie sind gefährdet, dass sie, ja, der Deliktskatalog vorhin gesehen, Brandstiftung, wie ist der Hockeysdelikt? Das Beispiel, das gebracht wurde, hat zwei Macken. Erstens, nochmal die Jugendlichen, und dann muss ich jetzt einfach sagen, wie der Sachverhalt ist. Auch für die Initianten ist klar, und das ist mir sehr wichtig, Jugendliche am Strafrecht, am Strafrecht von den Jugendlichen tun wir nichts ändern. Und der Aliotta, Entschuldigung, sieht das richtig. Die Initiative tut das nicht präzisieren. Dafür hat der Bundesrat, ihr Ausführer, also ihre Botschaft, das ist quasi der erläuternde Text zur Initiative, wo ist ins Parlament gekommen, hat er gesehen, dass davon auszugehen ist, dass das Strafrecht betrifft und nicht das Jugendstrafrecht. Im Parlament ist das nicht diskutiert worden. Es ist erst jetzt aufgekommen. Aber dann geht man selbstverständlich in einem Fall, wo das muss untersucht werden, werden gerade auch Gericht, werden die Erläuterungen gehen. Und von dem her ist der Sachverhalt klar. Und da ihr und mir nicht wollen, dass Jugendliche ausgeschafft werden, ist genau die Interpretation in der Botschaft eben richtig. Und das ist, glaube ich, von euch falsch, wenn ihr jetzt das aber jetzt sind Sie wieder bei den Jugendlichen. Ich war vorher bei den Sekundos. Ich habe nur das schnell müssen korrigieren. Richtig, das und nochmal wegen einer Flasche Bier, dass das einfach ein für alle Mal also wegen einem Öpfel, wegen einer Banane. Nein, aber nicht einfach gehört. Wegen dem wird verunsichert. Jetzt reden wir einfach von den Secondos. Oder? Das sind ganz ein Haufen Leute, die hier in diesem Land aufgewachsen sind, mit uns zusammen auch in die Schule gegangen sind. Und so weiter. Ja, oder? Und jetzt sollen die beispielsweise, wenn sie zwei Delikte begehen, dann kann es passieren, dass sie ausgeschafft werden in ein Land, wo sie alle, jetzt lassen Sie mich ausreden, in ein Land, wo sie nicht aufgewachsen sind, wo sie die Sprache nicht kennen. Sie haben übrigens die Delikte auch in unserer Gesellschaft begangen. Sie sind ja schliesslich hier erzogen worden. Also, die alle, die wollen sie ausschaffen. Und was heisst denn da konkret für die Familien? Oder? Ich meine, es wird so sein, dass sehr viele Leute, die keinen Schweizer Pass haben, Eltern, werden in Sorge aufwachsen, dass ihre Kinder irgendein Delikt begehen. Es werden auch Ehepartner sich Sorgen machen müssen, dass ihre Partner ausgeschafft werden. Ich meine, wir haben heute in der Schweiz die Hälfte praktisch von den Ehen, die im Moment geschlossen werden, das sind binationale Ehen. Oder? Also ein Haufen Schweizer, die Ausländer heiraten und so weiter. Sie reden immer so über irgendwelche Zahlen, über irgendwelche Ausländer. Ja. Nehmen Sie doch mal Ihren Initiativtext zur Kenntnis. Also, es geht um die Beträchtigung von 2 Millionen Ausländern, Mitmenschen in unserem Land, die in eine schlechtere Rechtsstellung gesetzt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist eine schlechtere Rechtsstellung und eine schlechtere Rechtsstellung. Sie sind ja immer für die Sicherheit. Eine schlechtere Rechtsstellung, die sorgt eben für Unsicherheit in dem Land. Sie stürzen 2 Millionen Menschen in Unsicherheit. Das haben wir gehört. Ein kurzer Satz. Wo wir die grosse Differenz haben. Ein Delikt, das da drin ist, wie Brandstiftung, wie Klau und so, passiert nicht einfach so. Sondern es geht um die Kriminellen. Und hinter jedem kriminellen Tat ist eben ein Opfer. Der Brandstifter ist eine Familie hinter dran, die das Haus hat verloren, die Angst hat. Das ist die Unterschiedlichkeit. Jetzt wollte ich nicht noch mehr Beispiele hören, weil da hat man zig gehört, nicht in unserer Sendung, in anderen Sendungen. Man hat zig auch darüber lesen in den Zeitungen.
Ich wollte einen Schritt weitergehen. Einer der zentralen Punkte ist ja der Automatismus. Und über den wollte ich schon auch noch ein bisschen fundierter reden. Der Automatismus bedeutet, dass das Gesetz direkt in die Verfassung geschrieben wird. Dass quasi so, wie es sonst ist, der Richter einem Automatismus unterlegen ist und seine Verhältnismäßigkeit vielleicht weniger kann leben kann, weder vorher. Und der Fraktionspräsident Adrian Amstutz hat zu dem Folgendes gesagt. Kriminelle Ausländer müssen nach dem Deliktekatalog in der Initiative ausgeschafft werden, ohne Wenn und Aber. Das ohne Wenn und Aber. Wir haben jetzt schon ein paar Mal kurz über das geredet oder immer wieder sind wir auf den Punkt gekommen, wie das genau funktioniert. Das haben wir in einer Grafik vorbereitet, das haben wir uns anschauen. Ein Ausländer begeht ein schweres Delikt wie Raub oder Tötung. Bei einem solchen Dossier verfügt der Richter bereits heute fast immer die Ausschaffung. Mit der Durchsetzungsinitiative sollen aber auch Delikte wie Einbruch oder Sozialmissbrauch zur Ausschaffung führen. Der Richter hätte neu keinerlei Spielraum mehr. Er muss die Ausschaffung aussprechen. Auch hier aufgewachsene Sekondos oder Familienväter müssten zwingend gehen. Auch für sogenannte Härtefälle gibt es keinerlei Ausnahmen. Also ohne Wenn und Aber, wir haben es gehört jetzt mit dieser Illustration hier. Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Da ist, kann man sagen, wenn man von der Ethik her anschaut, etwas leicht Menschenverachtendes drin. Also ich bin sehr ein Menschenfreund und sehe wirklich nichts Menschenverachtendes, wenn man einen Katalog, einen Deliktskatalog, der im Übrigen nochmal sieht, praktisch der gleiche ist, wie im Gesetz ist. Wenn man aber dann sieht, wenn die Delikte verübt sind, wo ja ein Richter muss entscheiden muss. Also es gibt nicht so irgendeinen Automatismus. Plötzlich wird jemand ausgeschafft. Es braucht ein Gerichtsurteil. Mhm. Und wenn das Gerichtsurteil auf diesen Deliktskatalog geht, sehe ich nie ein Delikt, wo ich das Gefühl habe, das sei jetzt unverhältnismäßig. Die Verhältnismäßigkeit kann ja der Richter noch entscheiden, dass er von 5 Jahren bis 15 Jahren. Zudem tut natürlich das Volk, wenn es die Initiative annimmt, auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit in die Verfassung schreiben, indem man unterscheidet zwischen ganz harten Straftaten und nicht leichten, sondern mittelschweren Straftaten. Aber jetzt mal eine Frage, und letztlich ist natürlich die Frage vom Automatismus, und das ist ja unser Hauptpunkt. Eigentlich hat die Frage das Volk im 2010 beantwortet mit der Annahme von Ausschaffungsinitiativen. Das Gleiche, wie wir gesehen haben, hat der Bundesrat als Gegenvorschlag. Der Gegenvorschlag ist abgelehnt worden. Also in dem Sinn sagen hier jetzt einfach die Initianten, wir wollen jetzt das Volksrecht, das man dann schon hatte, durchsetzen. Und wir haben auch andere Strafregelungen im Strafgesetz. Ich denke an Strassenverkehr, der Automatismen hat, wo man nicht, wo ein Richter nicht verhältnismäßig prüfen kann, wenn ich Raser bin, einfach ins Gefängnis muss. Wir haben Baugesetzgebung, zum Teil Vorschriften, wo wir überhaupt keine Verhältnismäßigkeit können prüfen können, wo es einfach gilt, wo Abstände gelten. Darum ist das nicht so etwas Abnormales, wie man es jetzt durchkriegen kann. Aber ich habe noch mal eine Frage. Sie haben ja vorher geschildert, Sie sind Familienvater, Sie haben zwei Kinder. Und stellen wir jetzt mal vor, entweder Ihr Sohn müsste das Land verlassen, Sie als Vater müsste das Land verlassen. Das ist sehr ein schwerwiegender Entscheid, der da getroffen wird. Und würden Sie denn nicht wollen, in dem Moment selber Stellung wollen nehmen zu dem, wie das in einem Rechtsstaat üblich ist, wenn ein schwerwiegender Entscheid von der Gericht wartet, Sie rasch ein schwerwiegender. Jetzt habe ich den Herrn Rösti gefragt. Es ist ein schwerwiegender. Es geht mir jetzt um die rechtsstaatlichen Prinzipien. Herr Gaffner, es geht um die rechtsstaatlichen Prinzipien. Es ist jetzt ein derartiger Entscheid. Kann er schnell aussehen und dann kommen Sie gleich. Ja, und vor allem habe ich am Herrn Rösti eine Frage gestellt. In einem Rechtsstaat, oder? Der besteht aus der Demokratie. Einerseits, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Es gibt den Demokraten. Es ist Volkswille und es gibt den Rechtsstaat, der die individuellen Rechte schützt. Oder? Sie sind ja sonst immer Partei, die für das Individuum und für die individuelle Freiheit ist. Und jetzt in dem Fall, Herr Rösti, also würden Sie nicht wollen, einen derartig harten Einschnitt in Ihrer Biografie, würden Sie nicht wollen, wenigstens können Stellung nehmen dazu? Bei der Härtefallklausel geht es ja nur um das, dass man dort Stellung nehmen kann. Das heisst nicht, dass man bleiben kann oder nicht. Aber zumindest, dass man rechtlich das Gehör findet. Das will man doch als Individuum. Also, wenn kurze Antwort, bitte. Ja, ja. Ich und mein Sohn sind Schweizer, darum ist es ein bisschen schwierig. Aber angenommen, wir wären Sekondos als Familie. Mhm.
der ist mir natürlich bewusst, der kenne nicht die Gesetzgebung. Und wenn mein Sohn eine von diesen schweren Delikten macht, müsste ich sagen, okay, wenn der Staat sicher... Von der einfachen? Ich sage, oder von der mittelschweren. Es kann ein Diebstahl mit Sachbeschädigung sein, eine Wohnung einbrechen. Aber Sie würden vielleicht schon auch noch zu der Behörde und sagen, schauen Sie... Nein, ich weiß ja, ich kenne ja Gesetzgebung. Ich kenne ja Gesetzgebung und sage natürlich... Aber das ist Lebensrealität. Lass mich so schnell eine Antwort geben. Ich kenne ja Gesetzgebung und ich würde natürlich auch meinem Sohn sagen, wie ich das übrigens jetzt ja auch mache, Erziehung. Das kann gelingen, kann nicht gelingen, das sind ja andere Fakten, das bin ich mir bewusst. Aber ich würde natürlich meinem Sohn, wenn ich ihnen sage, los jetzt. Jetzt bist du schon schnell gefahren. Das ist nicht gut. Der Ausweis weg. Oder? Das ist vorbestraft. Vorher passiert er, wenn er nicht vorbestraft ist. Und nachher, jetzt weiss ich, jetzt ist vorbestraft. Jetzt, du musst wissen, wenn etwas passiert in diesem Bereich, dann wirst du ausgewiesen. Mhm. Und dann muss ich sagen, als Vater, oder so wie ich denke, sicherheitsmässig, auch wenn es selber betrifft, ich meine, wenn mein Sohn mordet, das ist mir auch klar. Aber den mir auch klar, sagen, dass er, den würden Sie sicher noch mal wollen, auch noch den entscheiden. Also, nein, ich sage nur, ich würde wahrscheinlich, wenn der Sohn ausgewiesen würde, würde ich wahrscheinlich mitreisen. Aus väterlicher Mühe. Darauf an, wenn es ganz vielleicht. Frau Fiala, Sie sind ja Mutter, oder? Ja, genau. Das wollte ich ins Spiel bringen. Ich habe also nicht nur selber drei Kinder. Und wir haben hier vorne immer von den Jugendlichen geredet. Aber all die, die selber Kinder haben, wissen, dass vielleicht 18 ist man erwachsen. Aber wie erwachsen tatsächlich die 18-Jährigen sind, das ist dann noch nicht immer ganz genau. Am Geburtstag sind sie dann erwachsen und selbstverantwortlich. Und ich glaube, wenn wir jetzt so würden im Freundeskreis diskutieren und auch sie, was man so in der Jugend alles so geboten hat. Ich habe mit Stadträten geredet, sogar mit Regierungsräten, die gesagt haben, oh, also, hoffentlich fragt mich nie einen, ob ich das oder dieses oder jenes postet habe. Und da muss, ich möchte einfach Folgendes sagen. Aus dem Betäubungsmittelgesetz beispielsweise, wenn einer eine Kifferkarriere hatte oder wenn er mit 18 dann einmal noch ein Töffli klaut, heisst das nicht, dass er nachher als Verbrecher endet, sondern ich denke, es ist sehr gut möglich, dass es nachher einen ganz verantwortungsbewussten Erwachsenen gibt. Und Verhältnismäßigkeit, und da kommt jetzt die Verhältnismäßigkeit ins Spiel, spielt da eben einfach nicht mehr. Und wegen dem Automatismus. Weil einfach automatisch, dass so gesagt, da schaffen wir bei diesen Delikten, wir reden nicht von Mord, nicht von Vergewaltigungen, wir reden nicht von irgendwelchen schweren Delikten, da sind wir uns einig, das passiert, sondern wir reden von denen, wo eben die Verhältnismäßigkeit, man müsste diskutieren, da glaube ich, sind wir vielleicht wirklich nicht gleicher Meinung. Und wir schaffen da tatsächlich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, wo wir vielleicht uns selber viel geringer bewerten. Und zu dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft möchte ich noch etwas wirklich hart sagen. Sie alle wissen, also ich habe das Bankgeheimnis verteidigt, wirklich bis am Schluss. Und jetzt kommen wir zu diesen Sozialmissbrüchen. Jetzt nehmen wir mal an, es hat jemand Sozialhilfe und er geht nebendran schwarz noch arbeiten, sagen wir mal in der Landwirtschaft oder irgendwo als Haushaltshilfe oder in der Gastronomie. Also eure Klientel könnte da durchaus auch noch ein bisschen involviert sein. Und es hat einen Job und er gibt 300 Franken nicht an. Das heisst, gemäss eurem Katalog, der steht da drin, wäre er nachher eigentlich kriminalisiert. Wenn aber irgendein ausländischer Finanzmann oder irgendjemand von der Industrie, die massiv Steuern betrogen hat, würde gefasst werden, würde dann eben nicht ausgeschafft werden. Und das ist die Verhältnismäßigkeit, die ich Ihnen sage. Für 300 Franken, weil eben Sozialmissbrauch tönt wahnsinnig gut, da kann man Tausende von Leuten, von Schweizerinnen und Schweizern, verrückt machen damit. Aber wenn man nachher von den harten, wirklich kriminellen Akten würde reden, sind die ausgeklammert. Und nur das meine ich. Was hat man sich überlegt, wo man den Katalog erstellt hat? Und wie kann das sein, dass man das dann auch noch in die Verfassung würde festschreiben? Und wirklich, das müsste man miteinander diskutieren. Oder? Weil ihr wisst das genau. Ich habe das Bankgeheimnis bis am Schluss geschützt. Aber es ist genau die Unterscheidung. Also, macht ihr einen Kleinen, der vielleicht bescheisst,
und ein Grosser, der betrügt werden, so also, ungleich behandelt. Mit dem habe ich wirklich ein Problem. Das ist etwas, was einem einleuchtet. Ich möchte nochmal eine Korrektur anbringen. Initiativtext gut lesen. Dort innen steht, dass bei den Sozialmissbrüchen eben ein kleiner Härtefall drin hat, dass man es mit Buß also, abgelten kann. Das also, steht im Initiativtext. Ja, steht im Initiativtext drin. Aber es ist eine Tatsache, dass die Steuerhinterziehung nicht drin ist, das oder? Nicht. Im Deliktenkatalog. Im Initiativtext drin ein Passus, dass man bei leichter von Sozialmissbrauch noch eine Parenthese aufmachen kann. Damit es für die Zuschauer klar ist. Entschuldigung, es steht so nicht drin. Entschuldigung, sonst lesen wir bitte den Text vor. So steht das wirklich. Also, wir müssen es sonst vorlesen. Es steht nein, das machen wir nicht. Wir sind ja beim Automatismus. Es ist übrigens nicht. Es ist doch ganz einfach. Wenn Ihnen so viel daran liegt, als Vertreterin vom Zürcher Wirtschaftsfreien sind, der hier neben dem WOZ-Redaktor Schulter an Schulter kämpft, dass man den Steuerbetrug noch reinnimmt, also, das ist doch gut. Weil nachher, wenn die Initiative also, angenommen worden ist, müssen Sie auch wieder ein Gesetz machen, dann können Sie es ja noch reinnehmen. Es ist gar nichts passiert. Der Sozialhilfemissbrauch in Franken ist richtig, führt zur Ausschaffung. Genau, und nachher gibt es aber das, was Herr Minder sieht, das ist das, was in Ausschaffungsinitiativen viel ist diskutiert wurde. Wenn jemand jetzt ein Formular ausfüllt oder ein Missgeschick passiert, dann wird er selbstverständlich nicht ausgeschafft. Aber auch der, und das weiß jetzt als Gemeindepräsident, der einen Sozialdienst hat in seiner eigenen Gemeinde, wegen 300 Franken. Tut ihr sicher niemand anklagen und das Gerichtsverfahren anstrengen. Es muss jemand Betrug, weil er hat quasi verschwiegen, dass seine Frau gestorben ist vor ein paar Jahren. Kann man heute in den Medien lesen. Um solche Fälle geht es. Und tun wir es nicht über Kleinigkeiten, die gar nie vor einem Gericht sind. Nicht um solche Fälle, es geht auch um viel leichtere Fälle. Und wenn wir jetzt schon wieder bei dem Beispiel sind, dann langt, wenn ein deutscher Assistenzarzt in der Schweiz arbeitet und seine Tochter tut irgendwo im Ausland studieren und tut irgendwelche Unterstützungsbeiträge vom Staat verlangen, Ausbildungszulagen und tut dann vielleicht nicht deklarieren, dass seine Tochter in der Zwischenzeit wieder in die Schweiz gekommen ist, dann ist das Sozialmissbrauch gemäss. Ja. Darf ich fertig reden, Rust? Und dann tun Sie den Familienvater automatisch ausschaffen. Nein. Sagen Sie doch das. Nein, Herr Aliotta, ja, der Fall hatten wir schon. Da gibt es eine Rechnung vor Behörden, die Kinderzulage auszahlen. Und die sieht, ihr habt zu viel bezogen, ihr müsst es zurückzahlen. Wenn ihr es zurückzahlt, ist es erledigt. So läuft es in der Praxis. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit. Ich kann Ihnen daheim natürlich nur empfehlen, lesen Sie ganz gut die Unterlagen, dann wissen Sie es. Wir haben jetzt nicht jedes Detail da können klären, da fehlt uns schlicht der Zeit und es geht dann auch ins Unverständliche rein. Wir haben jetzt noch 2-3 Minuten Zeit und ich würde gerne Ihnen beiden die gleiche Frage stellen. Und zwar haben wir ja gehört, 51% dafür, 42% dagegen, 7% Unentschlossene. Jetzt würde ich gerne von Ihnen beiden, Ladies First, hören, was unternehmen Sie noch oder mit welchem Argument holen Sie die 7% und es braucht ja dann noch etwas mehr, dass Sie die Mehrheit hätten auf Ihre Seite, Frau Fiala? Also glücklicherweise bin ich nicht im Alleingang, die das muss machen. In der Zwischenzeit haben 50'000 Menschen in dem Land unterzeichnet. Eigentlich ein Aufschrei, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist. Und das ist erstaunlich, von der Kirche zu den Staatsanwälten, über Richter zu den Politikern bis NGOs, alle sind sich einig, die da unterzeichnen, weil sie jetzt langsam die Debatte mehr verfolgen. Und das werde ich positiv sagen, auch zu der heutigen Debatte, dass wir in der direkten Demokratie überhaupt so miteinander diskutieren können, ist positiv. Und vielleicht ist das jetzt einfach mal fällig gewesen, dass wir nicht noch weiter und noch weiter gehen, dass man sagen kann,
jetzt stopp bis hierhin und nicht weiter, jetzt geht es uns zu weit. Und wenn das möglichst viele Leute sehen, dass es erstens unverhältnismäßig ist, zweitens unnötig, weil wir ja für die Ausschaffungsinitiative sind. Sehr, sehr teuer. Wenn man das alle würde jetzt so wollen ausschaffen, dann haben sie viel mehr Probleme noch in der Umsetzung, als wir das bis heute schon haben. Und wenn man über das wirklich so öffentlich debattiert, dann glaube ich, ist das auch für Kultur, für Gesprächskultur, für die Streitkultur sehr, sehr gut. Aber da glaube ich, muss man eben wirklich hart, aber fair aufzeigen, dass es einfach zu weit geht. Gut. Wir haben mit der Stoppuhr geschaut, dass es ungefähr paritätisch ist von den Redeanteilen. Sie müssen ein bisschen kürzer sein, wie der Frau Fiala, Herr Rösti. Wie holen Sie die Mehrheit am 28. Februar? In dem, dass ich einfach noch mal betone, es geht um nichts anderes als das Kriminelle, Schwerkriminelle und Mittelschwere unmittelbar nach Verbüßung von ihrer Straftat ausgeschafft werden. Das entspricht dem Beschluss, den das Volk bereits 2010 mal gemacht hat. Es ist eigentlich sinnlos, wenn wir es jetzt gemacht haben, über alle Straftatbestände, es sind schlimme Straftatbestände, zu reden, weil auch die sind im Gesetz, wo das Parlament und ja, die Gegner auch hochloben, die sind im Gesetz die gleichen. Der einzige Unterschied, wo man muss wissen, als der, der abstimmen geht, in der Durchsetzungsinitiative hat es eine sogenannte Täterschutzklausel, in dem, dass nachdem ein Richter bereits die Strafmasse beurteilt, nochmal beurteilt, ob jetzt der ausgeschafft werden soll oder nicht. Und da schauen wir einfach, in der Vergangenheit hat die Ausländerkriminalität zugenommen, innerhalb von 30 Jahren in etwa Faktor 4. Die Zunahme von Schweizer Bevölkerung war nur etwa bei 40%. Das sind die Fakten und wir wollen, dass mehr ausgeschafft werden. Heute sind es 500, wir gehen davon aus, es könnten bis 10'000 sein. Für mehr Sicherheit. Danke, Herr Rösti. Jetzt weiss ich endlich nach dieser Sendung, wie sich ein Direktor von einem Flohzirkus fühlt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das engagierte Diskutieren, meine Herren und meine Damen. Für Sie zuhause geht es jetzt so weiter. Tagesschau Nacht und dann empfangen Sie Barbara Bührer mit der Nachtwacht. Da geht es um Geschichten von Menschen, die bereuen, was sie früher mal gemacht haben. Und sie sagen dann auch, was sie heute anders machen würden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und gerne bis zum nächsten Club Adi miteinander.